Nachdem ich das letzte Mal die Arbeit mit dem Editor eingeführt habe, werde ich jetzt weiterhin mit meinem GEdit-Editor hier arbeiten und hier oben ein R-Skript erstellen, das hier unten dann ausgeführt wird. Ich werde das Skript auch zur Verfügung stellen, allerdings erst nachdem wir die entsprechende Sitzung hatten, damit sie auch dazu angespornt werden, Sachen selber auszuprobieren und zu tippen. Heute soll es ums Tabellieren gehen, ums Datendarstellen erstmal im Allgemeinen, aber ums Tabellieren in diesem Fall im Besonderen. Tabellieren also, wie man Informationen aus Daten in Tabellenform herausholen kann. Dazu müssen wir natürlich erstmal unsere Daten hineinladen. Das tue ich mit dem Befehl read.csv2, altbekannt. Und ich nehme Datenländer.csv, die Daten, die wir in der Hausaufgabe erstellt haben, und schiebe das in die Variable Länder. Und in meinen Ländern sind jetzt, in meinen Länderdaten sind jetzt die entsprechenden CSV-Dateien hineingeladen. Wir sehen, dass der Name hier als separate Spalte aufgeführt wird. Wir wollen das aber als Namen für die einzelnen Zeilen haben, also Row Names gleich 1. Schuss, und jetzt haben wir die Namen richtig benannt. Mit diesem Tabellieren, das man aus Excel vielleicht unter Pivot-Tabelle kennt, das allgemein Kreuztabelle zu bezeichnen ist, geht es darum, dass bestimmte Informationen gegen bestimmte andere Informationen aufgelistet werden, um festzustellen, wie häufig was mit wem zusammen vorkommt. Zum Beispiel, wie häufig die einzelnen Einlieferer bestimmte Kontinente eingeliefert haben. Dazu benutzen wir den Befehl Table, der eine Tabelle erstellt. Diese Tabelle ist dann ein bestimmtes Datenformat, das sozusagen ein übergeordnetes Datenformat zu den vier Grunddatenformaten darstellt, die wir bereits kennengelernt haben. Und wir können unsere Länderdaten dazu nehmen. Wir wollen zweimal die Informationen aus den Länderdaten, einmal Dollar Einlieferer und einmal Kontinent, die beiden Dinge gegeneinander darstellen. Und wenn ich das tue, wenn ich diesen Befehl ausführe, dann kann ich sehen, welcher der Einlieferer welchen Kontinent, aus welchem Kontinent wie viele Länder herausgesucht hat. Das soweit so gut. Ich kann aber, da gibt es ja häufig verschiedene Varianten von Befehlen, ich kann das Ganze auch noch mit einem anderen Befehl, nämlich ftable, ausführen. Das nutze ich jetzt, um eine bestimmte Schreibweise in R einzuführen. Ftable versteht nämlich die sogenannte Formelschreibweise, in der wir zwei Variablen in Beziehung zueinander darstellen. Also, ich möchte die Daten Data gleich Länder aus diesem Datenrahmen, wenn ich mich nicht dauernd verschreibe, möchte ich Daten gegeneinander tabellieren, und zwar möchte ich die Daten Einlieferer tabellieren gegen Kontinent. Und hier benutze ich jetzt diese Tilde, die in diesen Formelschreibweisen verwendet wird, um eine abhängige Variable in Beziehung zu einer oder mehrerer unabhängiger Variablen zu stellen. In diesem Fall Kontinent. Das Ergebnis, wenn ich mich nicht verschreibe, Lieferer, das Ergebnis sollte äquivalent zu dem sein, was wir vorhin tabelliert haben, außer dass wir jetzt die Reihenfolge umgedreht haben. Zuerst, also hier geben wir die x, dort die y-Variable sozusagen an, und hier ist das hier die y-Variable, das die x-Variable. Daher wird die Darstellung umgedreht, wenn ich das austausche, und Kontinent gegen Einlieferer tabelliere, dann sieht es wieder so aus wie gerade eben. Das mache ich aber wieder rückgängig, bleibe hierbei. Ich könnte jetzt zum Beispiel hier einen weiteren Punkt anführen,
nämlich zum Beispiel die Amtssprache plus Amtssprache. Und dann bekomme ich eine mehrdimensionale Tabelle. Das ist das, was F-Table eben auszeichnet gegenüber Table, dass wir mehrdimensionale Tabellen erstellen können, bei denen Südamerika, hier wird tabelliert, welche Amtssprachen dort vorhanden sind, und in den Spalten stehen unsere Einlieferer. Und auf diese Art und Weise kann man eben auch in anderen Befehlen, wo es sinnvoller ist, solche verschiedenen Variablen in einer Formelschreibweise miteinander in Kombination bringen. Gut, wir wollen aber erst einmal mit unserer Standardtabelle weiterarbeiten und diese Tabelle in die Variable Tabelle schieben, damit wir sie greifbar haben. Da stecken die jetzt drin. Was wir machen können, ist den Befehl Summary auch zu verwenden. Wenn wir den auf die Länderdaten direkt anwenden, dann erhalten wir eine Zusammenfassung über die Länderdaten. Was wir sehen, ist, dass bestimmte Werte, zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt, falsch dargestellt sind. Die sind als nicht numerischer Wert importiert worden. Das werden wir jetzt aber erstmal nicht weiter vertiefen. Auf jeden Fall bekomme ich eine Übersicht über die Datenstruktur, und das Gleiche geht auch. Ich sollte das hier oben reintippen. Summary Länder. Und das Gleiche geht auch für die Tabelle. Tabelle, wo wir eine Zusammenfassung über die Tabelle bekommen, wo wir zuerst sehen, wie viele Fälle insgesamt berücksichtigt worden sind, wie viele Faktoren hier drin vorkommen, und gleich einen Chi-Quadrat-Test darüber bekommen. Also in Faktoren in diesem Fall, ich rufe nochmal die Tabelle direkt auf, damit wir das sehen. Faktor 1 Einlieferer, Faktor 2 Länder, Kontinente. Und ein Chi-Quadrat-Test, auf den wir später noch kommen werden, der uns besagt, ob diese Verteilung, ob man sagen kann, dass die nicht zufällig ist, was in diesem Fall nicht der Fall ist. Aber dazu wird es eine eigene Veranstaltung geben und eine eigene Sitzung geben und dazu dann auch eigene Videos. Wir können jetzt zum Beispiel unsere Tabelle auch darstellen, plotten. Dazu können wir zum Beispiel einen Barplot verwenden. Das sind aber Dinge, auf die wir später noch genauer eingehen werden. Nur ist so etwas eben auch mit einer Tabelle möglich, wo wir sehen, dass hier erst einmal die Kontinente aufgetragen sind. Wenn ich die Darstellung etwas größer mache, wird auch Südamerika beschriftet und hier die Farben stellen dann die einzelnen Einlieferer dar. Weiterhin können wir uns diese Tabelle, die Randwerte dieser Tabelle ausgeben. Die Randwerte sind jeweils die Summen, die hier unten stehen oder hier ganz rechts dran stehen. Also jeweils zusammengerechnet, wie viel Afrika, wie viel Asien, wie viel Europa insgesamt aufgelistet sind. Der Befehl dazu ist Margin Table, und hinein kommen nicht etwa direkt unsere Länderdaten, sondern die Tabelle, die wir angelegt haben. Und damit bekommen wir erst einmal die Gesamtzahl der Fälle ausgegeben, wenn wir Margin Table einfach so eingeben, dann wird einfach jedes einzelne hier insgesamt in der Tabelle zusammengerechnet, jedes einzelne auftauchen. Aber wenn ich jetzt Margin Table aufrufe und hierhinter noch angebe, Komma 1 für, ich möchte gerne die erste Dimension berücksichtigt haben. Das sind in diesem Fall die Zeilen. Zuerst die Zeilen, dann die Spalten. Das ist in R immer so üblich. Dann werden mir die Summen je Zeile ausgerechnet, die im Großen und Ganzen 3 sind. Die meisten Leute haben 3 eingeliefert. Hier unten ist ein NA reingekommen. Wenn ich statt Margin Table 1 Margin Table 2 aufrufe, dann werden mir die Summen über die einzelnen Spalten ausgegeben.
Das kann ich jetzt benutzen, um zum Beispiel anteilige Tabellierungen auszurechnen, also Anteilstabellen. Wenn ich nämlich meine ursprüngliche Tabelle teile durch, das sollte ich vielleicht mal auch in Variablen schieben, Tabelle Zeilensummen und Tabelle Spaltensummen. Zeilensummen, Spaltensummen, ja. Gut, wenn ich meine Tabelle teile durch die Zeilensummen, wenn ich meine Tabelle teile durch die Gesamtsumme, Tabelle Gesamtsumme, dann bekomme ich eine Tabelle, die Gesamtheit ist 100%, die jeweils die Prozentzahl der entsprechenden Einträge in den einzelnen Zeilen und Spalten wiedergibt, sodass die Summe wiederum 1 ist, also 100%. Asien zum Beispiel ist 17% von der Gesamtsumme von Gerstenkorn Dietrich hier eingeliefert worden. Wenn ich jetzt wissen möchte, wie die Anteile sozusagen der einzelnen Zeilen sind, kann ich die Zeilensummen nehmen und sie durch die Gesamtsumme teilen. Und dann sehen wir, zu wie viel Prozent die einzelnen Einlieferer beigetragen haben. Und das Gleiche geht konsequenterweise auch für die Spalten. So dass wir dort sehen, zu wie viel Prozent die einzelnen Kontinente beteiligt sind. Und Asien ist mal wieder ganz klar vorn. Die haben ja auch die meisten Leute. Das hier ist jeweils immer ein bisschen umständlich, diese Sachen so eintippen zu müssen. Dafür gibt es einen eigenen Befehl, der nennt sich prop table. Auch dieser wird wieder nicht über unseren Datensatz direkt, sondern bereits über eine tabelliertes Datum, also eine Variable durchgeführt, die eine Tabelle enthält. Wenn ich das so direkt eingebe, ohne etwas. Prop Table von Tabelle, mehr wollte ich eigentlich gar nicht. Dann bekomme ich wieder die Anteile je Zelle ausgegeben, sodass die insgesamt sich auf 100% aufsummieren. Wenn ich das Ganze mit 0,1 spezifiziere, dann bekomme ich zwar alle Zellen ausgegeben, aber jeweils die einzelnen Zeilen werden zu 100 aufaddiert, zu 100%, sodass wir hier die einzelnen Zeilenanteile sehen. Das gleiche wiederum mit 0,2, sodass wir die Spaltenanteile bekommen, dass sich jeweils in den Spalten das Ganze zu 100 aufsummiert. Damit kann man schon mal einen gewissen Überblick über seine Tabellen bekommen. Ich hatte ja gesagt, dass Tabelle einen eigenen Datentyp darstellt. Wenn man wissen möchte, was für ein Datentyp es ist und was da drin steckt, gibt es zwei Befehle in R. Das eine ist type of Tabelle. Kopieren hier oben rein. Das andere ist Class Tabelle. Type of, hier steht Integer. Das ist misleading ein bisschen. Unter Klasse sehen wir aber, dass wir hier eine eigene Klasse haben. Die Klasse Tabelle. Und wenn ich Class von 1 zum Beispiel eingebe, bekomme ich, dass es eine numerische Variable ist. Wenn ich
Class von Länder eingebe, bekomme ich Datenrahmen zurückgegeben. Also mit diesem Class-Befehl kann man sich kann man herausfinden, wie, was für einen Datentyp wir vor uns haben. Und ein weiterer Befehl, um sich den ganzen etwas genauer anzuschauen, ist der Befehl str für Struktur. Wenn ich mir die Struktur von Tabelle anschaue, dann sehe ich hier, wie das im Inneren gestrickt ist. Also wir haben einen Typ Tabelle mit Integer-Werten. Insofern sehen wir hier unsere Integer-Werte wieder. Das sind eben die einzelnen Einträge. Und dann sehen wir zwei Dimensionen, List of 2 und hier die entsprechenden Überschriften. Und so kann man sich auch komplexe Variablen ansehen, damit man ungefähr weiß, wo welche Information drinsteckt. Das ist wichtig, wenn man Variablen nimmt, die zum Beispiel aus einer Korrespondenzanalyse herauskommen, wo irgendwo ganz versteckt gegebenenfalls die tatsächlichen Koordinaten der Punktwerte drin sind. Und um an die ranzukommen, muss man erstmal wissen, wo sie sind. Und dafür ist es ganz sinnvoll, diese Struktur sich anzuschauen. Das soll es dafür gewesen sein. Und beim nächsten Mal machen wir es bunt und gucken uns ein paar Plotbefehle an.